Manifestations-Challenge Tag 2. Ich hoffe, die, die jetzt dabei sind, haben gestern schon den ersten Tag gesehen. Und zwar um den richtigen Wunsch und um den richtigen Wunsch zu kreieren, um den richtigen um die richtige Entscheidung jetzt erstmal zu treffen. Ja, es kann sein, dass diese Challenge 30 Tage geht, sage ich jetzt mal. Es kann sein, dass du jemand bist, der 30 Tage braucht, um diesen einen Wunsch in die Realität zu bringen, zu manifestieren. Es kann aber auch sein, dass du jemand bist, der diesen Wunsch, den du dir jetzt ausgesucht hast, schon in der Realität sieht nach 1, 2 Tagen oder vielleicht auch schon heute. Es kommt wirklich nur darauf an, hallo, ihr Lieben. Es kommt wirklich nur darauf an, wie du es schaffst, all das, was zwischen dir, wo du jetzt hier bist, und dem Zustand, also der neuen Realität, mit deinem neuen Wunsch, all das, was da dazwischen steht, wie du es das schaffst, zu bereinigen. Also da sind alles Zweifel drin, da sind Überzeugungen drin, da sind Sachen drin, wo du im Außen siehst, wo du dich jetzt noch reflektierst und wo du immer wieder diese Frage stellst, ja, geht es überhaupt und kann sich das so schnell verändern? Geht es in dieser jetzigen Situation? Früher ist es ja auch nicht gegangen und so weiter und so fort. All das, was dazwischen steht, zwischen dem Wunsch, zwischen dir in deiner Wunschsituation, zwischen deinem Wunsch, Seinszustand in deinem Wunsch, da darf nichts mehr dazwischen stehen. Es muss eins sein. Es muss für dich das Selbstverständlichste sein, wenn du manifestierst, dass du sagst, selbstverständlich ist dieses Potenzial, ist diese Möglichkeit, ist dieser Seinszustand für mich da. Weil du musst wissen, dass alle Potenziale da sind. Alle Potenziale sind schon da. Alle unendlichen Möglichkeiten, die es gibt, sind schon da. Also das heißt, es sind unendlich viele Möglichkeiten da. Und schau mal, wie viele Möglichkeiten du dir nur vorstellen kannst. Und von diesen Möglichkeiten, die du dir vorstellen kannst, haben wir jetzt für dieses Spiel sozusagen eine einzige Möglichkeit ausgesucht, von der du glaubst, dass sie dich extrem glücklich macht, wenn du sie hast, du sie aber nicht brauchst. Ja, das ist so wichtig, dass wir diese Energie des Nicht-Daseins, des Brauchens, des Bedürftigseins, der Angst, das ist ja alles, letztendlich ist es eine Energie der Angst, oder? Dass wir die ganze Energie der Angst rausnehmen aus unserer Manifestation. Es ist das A und O. Es darf keine Angst sein, das heißt, keine Gedanken der Angst dürfen zwischen dir und deiner Manifestation und deinem Manifestationszustand stehen. Und Gedanken der Angst sind einfach, was ist, wenn ich es nicht habe? Ich habe Angst davor, die Situation zu sehen, dass ich versage, dass ich mir jetzt etwas gewünscht habe und es kommt nicht. Ich habe Angst davor, etwas falsch zu machen. Ich habe Angst davor, nicht richtig zu sein, nicht gut genug zu sein. All diese Ängste, all diese Bedenken, egal um was es geht bei deiner Manifestation, ob es ein riesengroßer Wunsch ist von einem Lifestyle, einem Lebenszustand, den du haben willst, oder ein kleiner, klitzekleiner Wunsch von einer Situation, von einem Erlebnis, von einem Objekt auch nur. Ja? Bei Dr. Joe Dispenza wurde früher, das hat mich immer so begeistert, in einer Meditation ein einziges Objekt nur manifestiert, weil es nicht darum geht, was es ist. Es geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip, dass du dich verbindest mit dem Seinszustand einer Person oder eines Wesens, sage ich jetzt mal, der verbunden ist mit dem Wunsch, der verbunden ist mit der Wunschsituation, der verbunden ist mit der Wunschbeziehung. Ja, und das ist dieses Schwierige.
das ist dieses wahnsinnig Schwierige, weil wir haben alle Erfahrungen, wir haben alle Denkvorstellungen, die uns diese Einschränkung immer wieder liefern. Aber wir sind nicht eingeschränkt. Wir sind tatsächlich in Wahrheit göttliche Wesen. Göttlich, was heißt göttlich? Ja, ich habe in meinem Kurs, habe ich das umschrieben und habe gesagt, die liebende Perfektion, ja. Ein göttliches Wesen ist ein Wesen, das weiß, dass Perfektion das Geburtsrecht ist, dass Perfektion und Schönheit und Fülle das Geburtsrecht ist. Eben, was stellen wir uns vor unter Gott, unter Göttlichkeit? Das ist etwas, was aus der Liebe heraus geschaffen worden ist und aus der Liebe heraus erschafft. Und das grenzenlos ist und das ortlos ist und das zeitlos ist und zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Wir müssen uns nur mit diesem Bewusstsein, mit dieser Geisteshaltung, mit dieser Energie, nenn es, wie es für dich passt. Auf jeden Fall musst du dich trennen von deiner Beschränktheit, von deinem beschränkten Bewusstsein in ein unbeschränktes, unendliches Bewusstsein hineingehen, damit du überhaupt dir die Erlaubnis geben kannst, hochstehend zu manifestieren. Ja, du kannst nur aus dem höchsten Bewusstsein, aus dem höchsten Zustand deines wahren Seins, deines spirituellen, göttlichen Seins, deines nicht materiellen Seins, kannst du eine Materialität, eine Realität erschaffen. Du machst es sowieso die ganze Zeit. Ja, unbewusst, wir erschaffen alles. Wir erschaffen alles und wir haben im Kollektiv uns diese Situation jetzt erschaffen. Und wenn wir das annehmen und sagen, okay, ich habe unterbewusst aus Angst heraus dazu beigetragen, eine solche Situation zu erschaffen, also kann ich bewusst auch dazu beitragen, eine Wunschsituation zu erschaffen. Und das ist so wichtig, dass es jedem hier klar ist, dass jedem hier wirklich klar ist, dass keiner ein Opfer ist. Und deswegen mache ich diese Manifestations-Challenge, weil es ist egal, ob du einen Fingerhut oder einen Knopf manifestierst oder ein Schloss oder ein Paradies. Es ist egal, es geht alles nach den gleichen universellen Regeln. Und wir sind Menschen, die sind hierher gekommen, um die universellen Regeln wieder zu erkennen und anzuwenden zum Guten, zur Fülle, zur Liebe, zur Nicht-Eingeschränktheit. Und deswegen üben wir hier mit einer ganz, ganz kleinen Situation, weil was im Kleinen funktioniert, funktioniert im Großen auch. Und wenn du weißt, dass du jemand bist, der diese Power hat. Und ich meine, alle haben wir schon einen Parkplatz manifestiert. Was ist der Unterschied zwischen einem Parkplatz und einem Paradies, ja? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist nur in unserem logischen Verstand, dass wir eben auch ohne diesen Parkplatz irgendwie leben können, weil wir wissen, ja gut, ich manifestiere jetzt einen Parkplatz, wenn der kommt, dann ist es schön. Und wenn nicht, dann muss ich halt länger suchen, ja. Und mit dieser Parkplatzhaltung möchte ich euch jetzt bitten, in diese Challenge reinzugehen am Tag 2 und zu sagen, okay, jetzt nehme ich hier meinen Wunsch her, jetzt nehme ich meine Wunschsituation. Also ich habe auch eine ganz spezielle Wunschsituation, die mich so erfreuen würde. Und jetzt gehen wir zusammen in diese Freude. Wenn dieser Wunsch eingetreten ist, wir kollabieren die Zeit. Und sagen, gut, jetzt ist der Moment, an dem dieser Wunsch eingetreten ist. Und jetzt spür ganz fest in dir, in deine Manifestationsenergie hinein, in deine Herzensenergie, in dein höchstes Bewusstsein, in deine göttliche Energie, mit der du verbunden bist, nur durch eine klare Intention. Indem du sagst, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich mich jederzeit mit dieser höchsten Manifestationsenergie, der göttlichen Energie, der liebenden Energie, der perfekten Energie, der schönen Energie verbinden kann. Ich bin verbunden. Du musst nur ein Statement machen. Schon bist du da, schon bist du verbunden und schon kannst du es bedingungslos fühlen. Und jetzt fühlst du diesen Wunsch in dieser Bedingungslosigkeit, in seiner Erfüllung. Und
spürst, einfach nur fang an reinzuspüren und zu sagen, ja, jetzt ist es da. Ich freue mich so riesig. Ich habe dieses Glück gespürt. Ich spüre dieses Glück, wenn dieser Wunsch da ist. Weil, wenn der Wunsch da ist, dann bestätigt es mir meine Power, meine Göttlichkeit, dass ich da bin, um zu empfangen, Schönes, Wunderbares, dass ich da bin, um Schönes, Wunderbares zu sehen, dass ich hier bin, um Schönes, Wunderbares weiterzugeben, zu einem Erlebnis beizutragen, wo Schönes und Wunderbares selbstverständlich ist. Das ist meine Aufgabe, die nehme ich an. Und jetzt bin ich hier und es zeigt mir, dass diese Aufgabe von mir, die für mich das Richtige ist zu tun, mich darauf zu fokussieren, auf diese Aufgabe, darauf zu fokussieren, auf die Schönheit, auf das Paradies, auf das Glück. Und hier setze ich meine Power ein. Und da gehst du rein, so oft du kannst, jeden Morgen gehst du rein. Wir sind jetzt hier zusammen. Du nimmst diesen Wunsch und du schaust mal so einfach in die Ferne und du siehst nichts und du spürst nur, wie es ist, wenn dieser Wunsch erfüllt ist, was es dir für Glücksgefühle gibt. Du spürst, wie sicher du dich fühlst in deiner Kraft. Du spürst, der Wunsch ist erfüllt. Das Leben hat dir bewiesen, dass es auf deiner Seite ist. Das Universum hat dir bewiesen, dass es auf deiner Seite ist. Und du gehst auf in diesem Glück und du wirst wirklich fast schon euphorisch. Wir haben dieses Gefühl der Euphorie, wird von uns immer so unterdrückt, weil es so schlecht belegt ist und weil es halt so viel Glaubenssätze hat und Überzeugungen und freu dich nicht zu früh. Aber es ist genau das, was du tun musst. Freu dich zu früh, freu dich immer über die Dinge, die du dir vorstellen kannst, die schönen Dinge, die liebevollen Dinge. Und grenze dich nicht ab und sag, ja, das ist liebevoll, das will ich, das ist nicht liebevoll, das will ich nicht, sondern sei einfach da und sag, überall ist dieses Liebevolle, überall ist diese liebende Power drin, auch in dieser jetzigen Situation. Ich meine, das ist total liebevoll, dass uns das Leben jetzt zur Umkehr zwingt, weil die Dinge, die Regeln nicht weiter funktionieren können, Materie zu Materie im Außen. Und deswegen hat jeder jetzt Zeit, er hat keine andere Wahl. Im Außen gibt es nichts zu tun, im Außen gibt es nichts zu richten, sondern hier im Innen gibt es zu kreieren. Dein Leben und dein Leben, wenn das gut ist, dann wird das Leben der Menschen drumherum gut. Dann wird alles gut und größer wird gut und gut und gut. Und das ist die Arbeit zu tun und mit diesem kleinen Wunsch, den du jetzt schon ein bisschen größer gemacht hast und jetzt gehst du nochmal zurück zu deinem Wunsch und gehst dir zurück in die Situation, in der dein Wunsch da ist, dein Wunsch ist da und das kannst du nur tun, indem du alles ausblendest, indem du komplett in die innere Welt reingehst. Weil du weißt, in der inneren Welt erschaffst du. Das ist deine Fabrik. Das ist deine Produktionsstätte. Da bist du abgeschottet von dem, was deine oder unsere vergangene Kreation war. Und zu produzieren aus dir heraus, deine Situation. Und jetzt gehst du in diese Facette rein und versuchst zu sagen, ja, wenn dieser Wunsch erfüllt ist, was hat es für Konsequenzen? Was für wunderbare Konsequenzen kann ich sehen aus meinem erfüllten Wunsch heraus? Und wenn ich jetzt da reingehe, dann kommen mir Bilder, kommen mir Informationen, kommen mir Wahrheiten, die mir ganz, ganz andere Perspektiven aufzeigen. In meinem Wunsch ist zum Beispiel auch ein anderer Mensch involviert. Und damit dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann, muss ich diesen anderen Menschen in einem ganz anderen Licht sehen, in dem ich ihn früher vielleicht gesehen habe, weil sonst passt es nicht zusammen. Und das heißt, wir haben auch die Power, andere Menschen in anderem Licht zu sehen, andere Menschen in ihrer Göttlichkeit, in ihrer Perfektion zu sehen und diesen Menschen dann auf diese Art und Weise zu helfen. Das ist nur ein kleiner Input, das
Ich möchte in diesen Tagen euch wirklich klar machen, dass wenn jeder von uns herausfindet, wer er wirklich, wirklich ist, dann können wir Magisches erreichen. Dann können wir Großartiges für uns persönlich und für unsere Gesellschaft erreichen. Und jetzt ist der Moment, dass die Menschen sich dessen bewusst werden. Und geh wieder rein in deinen Wunsch, immer wieder und spür ihn und spür ihn. Geh über dieses Gefühl, dein Wunsch ist in Erfüllung. Geh über dieses Gefühl, dass deine göttliche Fabrik in deinem Herzen drin ist. Bringe diesen Einklang in deinen Verstand. Denke aus dem Herzen heraus. Sehe aus der Liebe heraus. Sehe die Welt, wie ein Gott sie sehen wird. Ja, das ist diese Power und nicht wie ein armes, verzweifeltes Würmchen, das jetzt gerade irgendwie eingesperrt ist, sondern sehe die Welt mit den Augen der Wahrheit. Und das ist so, so wichtig, ja, jeden Morgen, werde dir klar, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit über dein Sein? Was ist die Wahrheit über deine Power? Was ist die Wahrheit über deine Herkunft, deine nicht physische Herkunft? Und wenn du da noch Probleme hast, anzuerkennen, dass du eben nicht dein Körper bist, dass du nicht deine Haut und deine Knochen bist, dann empfehle ich dir My Magic. Das ist mein Online-Kurs, wo ich wirklich intensiv da reingehe und das dir erlaubt, deine wahre Identität zu erkennen. Weil deine wahre Identität ist eben jemand, der Wünsche kreiert, jemand, der Schönheit kreiert, jemand, der Fülle kreiert. Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind. Und wir werden so lange eingesperrt sein, bis wir in diese Power gehen, bis die Übermacht der Power größer ist als die Übermacht der Angst und des Opfertums. Ja, und wenn wir nicht eingesperrt sein wollen, müssen wir jetzt in diese Power reingehen. Müssen wir uns jetzt bewusst werden, um was es wirklich geht in diesem Leben. Und nicht weiter kommunizieren all diesen Mangel und all diesen Frust. Und jedes Mal, wenn du diesen Wunsch hast, ja, und mit diesem Wunsch in deine Power reingehst, wirst du viel mehr beitragen und manifestieren als nur deinen Wunsch, sondern du gibst jedes Mal deine wahre Liebespower, deine Manifestationspower ins Feld. Und dieser Wunsch, den du jetzt hier in dieser Manifestationschallenge manifestierst, der ist nur ein kleiner Schritt, der dir hilft, in diese Power reinzukommen. Weil unser Verstand, der braucht Futter. Und er sucht sich leider immer Futter in News und in Angst und in Mangel. Und deine Aufgabe ist, diesem Verstand anderes Futter zu geben, Futter aus der Wahrheit, Futter aus der Liebe, Futter aus deiner Größe. Viele sind jetzt unterwegs und sagen, deine weibliche Göttlichkeit, wie auch immer du es nennen musst. Ich möchte Männer nicht ausschließen, weil Männer sind auch göttliche Teile. Ja? Männer sind genauso wie wir. Wir können nicht nur aus unserer Weiblichkeit heraus schaffen. Männer schaffen auch aus ihrer Männlichkeit heraus. Es geht nicht darum, es geht um die Wahrheit. Es geht um die Wahrheit unserer göttlichen, spirituellen, hochschwingenden, reinsten, bewussten Herkunft. Und dass wir nicht diese Wesen sind, die jetzt ausgeliefert sind, sondern dass wir diese Wesen sind, die jetzt aufgerufen sind, zu transformieren uns und die Welt. Und unendliches Potenzial endlich anzapft. Ich meine, wir leben hier so klein in so einem endlichen Potenzial und diese Manifestation über deinen Wunsch, deinen leichten Wunsch, deinen dich begeisternden Wunsch, der bringt dir quasi die Türöffnung in dieses große Potenzial. Also bleib dran, mach weiter, arbeite daran, trenne dich von Angst, trenne dich von Einschränkungen, trenne dich von all dem, was dir jetzt im Außen suggeriert wird, weil aus diesem Außen heraus reproduzieren wir das Außen und das will doch jetzt mal wirklich keiner. Es ist so krass, in unserem Gesicht
was in unserem Inneren, in unserem kollektiven Inneren vor sich gegangen ist, dass wir entscheiden können, sorry, aber davon will ich nicht mehr. Ich will mehr von dem, das sich so anfühlt wie mein Wunsch. Ich will mehr von dem, das sich so anfühlt wie eine liebende, göttliche, perfekte Wahrheit. Ich will mehr von dem. Also kann ich mehr von dem haben. Also Leute, macht die Arbeit. Macht die Arbeit. Macht die Arbeit mit möglichst vielen Menschen zusammen. Klärt auf, alle, die mir hier jetzt zuhören und auch mit Dr. Joe Dispenza gearbeitet haben, es geht um nichts anderes bei den Meditationen von Dr. Joe Dispenza. Dieser Raum und diese Leere ist angefüllt mit göttlicher, liebenden Intelligenz. Mit einer Intelligenz, die viel, viel mehr weiß wie die Intelligenz des manifestierten Gehirns. Und diese Intelligenz ist da, dass wir sie anzapfen und aus dieser Intelligenz heraus leben, Entscheidungen treffen, Wünsche kreieren und manifestieren. Sie ist für jedermann da. Sie heißt auch höheres Selbst, diese Intelligenz. Die heißt Göttlichkeit, diese Intelligenz. Die heißt Allah von mir aus. Es gibt so viele Worte. Sie gibt schon immer diese Intelligenz. Und jetzt sind wir aufgerufen, unsere Wahrheit als Kinder einer göttlichen Intelligenz zu sein und zu handeln und anzuerkennen und nicht als Kinder einer beschränkten Materialität im Opfertum und im Ausgeliefertsein. Und es braucht so viele Leute, die jetzt den Mund aufmachen. Es braucht so viele Leute, die aufrütteln. Und ich sehe das auf meinem Facebook-Feed. Da gibt es mega mutige Menschen, die einfach krasse Statements ablagern und sagen, hey, ich glaube dem Bullshit nicht. Warum? Weil ich glauben möchte, dass ich Schöpfer bin. Und wenn ich Schöpfer bin, dann kreiere ich sicher nicht so einen Bullshit. Das kreiere ich nur aus meinem unbewussten Angstzustand heraus. Also gehe ich jetzt in meine Power, in meine Power. Und ich mache diese Manifestations-Challenge morgens wieder um 9. Wenn es ist jetzt an der Zeit, dass du diese Kehrtwendung machst, und zwar konsequent. Heute habe ich gesehen, Facebook hat mir gezeigt, es ist das dritte Jahr, jetzt ist es 3 Jahre her, als ich angefangen habe, meinen Körper im Schmerz so fest zu fühlen. Ich weiß es noch genau, es hat mir ein Event gezeigt, wo ich damals in Ägypten auf einer Party war. Auf dieser Party, weiß ich auch noch, habe ich total mit viel, viel Schmerzen getanzt und dachte, dieser Schmerz wird vorbeigehen. Aber dieser Schmerz ist nicht vorbeigegangen, sondern hat mich dorthin geführt, wo er hergekommen ist. Dieser Schmerz hat mich genau dorthin geführt, wo mein Herz geschmerzt hat, wo meine Emotionen geschmerzt haben, wo die falsche Vorstellung über mich und meine Identität noch so weltlich war, noch so aus meiner Herkunft definiert wurde für mich. Da war dieser Schmerz drin, das war alles so, so geladen von diesem Schmerz. Und dieser Schmerz hat mich nicht losgelassen, nur Stück für Stück, und zwar jedes Mal, wenn ich wieder klarer und krasser in die Wahrheit meines Seins, in meines göttlichen Seins, in meine liebende Perfektion reingegangen bin, gesagt habe, ich lebe keine Kompromisse mehr. Ich lebe nicht mehr irgendetwas Eingezwungenes, Eingesperrtes, Niedergedrücktes, Trauriges, Ängstliches, Schmerzliches. Je mehr ich in die Wahrheit der Schönheit und der Göttlichkeit meines Seins gegangen bin und desto weniger ich mich in der Vergangenheit wiedergespiegelt habe, mich vielleicht auch in jetzigen Manifestationen wiedergespiegelt habe, desto mehr und mehr ist mein körperlicher Schmerz weggegangen, desto mehr und mehr bin ich auf ganzer Ebene in die Heilung gegangen, auf energetischer, auf emotionaler, auf körperlicher Sicht. Und das ist das, was für uns alle jetzt vorgesehen ist. Und ich bin froh, dass ich darauf vorbereitet wurde, weil sonst weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre, ja? Da wäre ich jetzt bestimmt nicht hier und würde euch diesen Mut und diese Wahrheit und diese Klarheit mitgeben. Und es ist alles gut, es ist alles richtig. Und wenn ich jetzt noch da sitzen würde und sagen müsste, warum musste ich 3 Jahre lang, so nicht 3 Jahre, aber 2 Jahre lang so leiden?
Dann weiß ich die Antwort und ich muss sagen, was sind denn schon diese 2 Jahre gewesen dafür, dass ich jetzt vorbereitet bin, dass ich jetzt hier bin, dass ich jetzt die Wahrheit sprechen kann, dass ich jetzt in einem Punkt angelangt bin, wo ich auf Facebook alle Leute können sehen, alle können mich sehen, alle können meine Wahrheit hören. Ich weiß nicht mal, wer das alles sieht. Ich weiß nicht, was die Leute drüber denken. Ich weiß nur, dass es wahr und richtig ist und dass ich so helfen kann, dass die Erde zu einem besseren Ort zu machen und dass es das Einzige ist, was ich tun möchte. Und dass es das Einzige ist, was mich wirklich begeistert und was mir Spaß macht und was meine Berufung und meine Wahrheit ist. Und was waren dann schon 2 Jahre im Schmerz? Und ich habe den Schmerz angenommen, ja. Ich habe nicht versucht, irgendwelche Operationen zu machen, irgendetwas wegzubasteln, wegzuschneiden, weil ich immer genau diese Führung hatte, die mir doch gesagt hat, da ist mehr, da ist mehr, da ist mehr. Und da ist auch jetzt mehr. Da ist so viel mehr, wenn sich unsere Türen wieder öffnen. Und da ist so viel mehr, wenn wir in diese Power reingehen und wenn wir die Arbeit machen, wenn wir uns die richtige Einflussgruppe suchen, wenn wir uns richtig anleiten lassen, wenn wir uns richtig unterstützen lassen von Menschen, die vorwärts gehen, trotzdem von Menschen, die wissen, ich muss nicht körperlich gehen, damit ich entwickle mich und die Welt entwickle, sondern ich muss hier gehen, ich muss hier arbeiten, ich muss hier vorwärts gehen. Und das ist so wichtig. Und jeder Mensch, der jetzt hier in dieser Zeit aufbricht, seine Wahrheit zu leben und nicht mehr denkt, oh, bin ich anerkannt, lieben mich alle und was muss ich haben, was muss ich sein, damit ich toll bin, sondern wer bin ich wirklich? Was ist meine wahre Identität? Und deswegen bin ich, habe ich diese Facebook-Gruppe, finde heraus, wer du wirklich bist. Werde gesund und finanziell dafür belohnt, du selbst zu sein. Und nur um das geht's. Und wenn du gesund werden willst oder finanziell belohnt werden willst, dann geht es eben nur, wenn du rausfindest, wer du wirklich bist, dass du nicht dieses beschränkte Wesen bist, das dir suggeriert worden ist. Und jetzt geht's weiter, kleine Manifestation und große Wirkung. Kleine Manifestation, große energetische Wirkung. Und wenn du jemand bist, der manifestiert, wenn du jemand bist, der kreiert, wenn du jemand bist, der Liebe bringt, der Klarheit und Wahrheit bringt, dann bringt das Leben dir genau das zurück. Ja? Merke das. Das ist Gesetz, universelles Gesetz. Also manifestiere nicht für dich, sondern manifestiere, weil du ein Manifestierer bist, weil du jemand bist, der kreiert. Und dieser kleine, schöne Wunsch, den wir jetzt ein bisschen größer gemacht haben, der ist jetzt auch schon ein bisschen größer in materieller Form geworden, weil er ist ja schon da. Wir gehen nur dorthin. Wir gehen dorthin, wo dieser Wunsch ist. Wir gehen dorthin, wo das Leben mit diesem Wunsch ist. Wir gehen dorthin, wo unsere Persönlichkeit, unser Seinszustand mit diesem Wunsch ist. Und dann sind wir nicht mehr dort, wo wir waren. Und dann sind vielleicht Dinge, die früher waren, auch nicht mehr so. Damit musst du okay sein. Also, ich sehe euch morgen um 9 wieder. Ich habe alles so eingerichtet, dass ich immer von 9 bis 9:30 diese Manifestations-Challenge machen kann. Es ist mein Herzensding. I love it. Wenn du tiefer einsteigen willst, geh mal auf meiner Homepage gucken, mywellfeeling.com. Ich habe den My Magic Online-Kurs, mache ich jetzt gleich, wenn ich hier wegkomme, mache ich wieder billig auf 349 €. Er hat schon die Leben von ganz vielen Frauen, leider noch keinem Mann, verändert. Wir haben auch eine spezielle Chatgruppe, wo wir uns gegenseitig unterstützen, die Energie hochhalten. Da kommst du auch rein. Es sind so, so schöne energetische Frauen drin, die einfach die Wahrheit auch leben. Und in all meinen Programmen geht es mir nur darum, mir geht es nicht darum, ein Business aufzubauen. Es wird ein Business, es muss ein Business werden. Wir müssen Geld mit der Wahrheit verdienen und nicht mehr mit Lügen und Beschränkungen. Es kann, deine Wahrheit wird dein Business, wenn du das wahrhaftig lebst. Und du wirst finanziell dafür belohnt, du selbst zu sein. Warum nicht? Ja, das sind alles Denkmuster, die darfst du ändern jetzt. Jedes Einzelne, was dich einschränkt, was dich beschränkt. Finde die Wahrheit dahinter raus. Und die Wahrheit ist groß, die Wahrheit ist schön, die Wahrheit ist liebend und die Wahrheit hat keine Bedingungen. Sondern sie ist jetzt da. Immer. Jeden Moment. Also, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr da wart. Manifestiert
manifestiert euren Traum, manifestiert das Paradies für uns alle, manifestiert ein wunderschönes Leben. Es ist da draußen für uns und wir müssen uns nur damit verbinden, weil es ist unser Auftrag, unser Geburtsrecht, dafür sind wir hier und nicht um irgendetwas anderes abzuleiden und Schmerzen zu haben. Auf gar keinen Fall. Will niemand. Also, schönen Tag noch. Tschüss, tschüss.